Ja, herzlich willkommen zu diesem neuen Trainingsvideo mit dem Thema Facebook-Gruppen. In diesem Video möchte ich Ihnen zeigen, welche Vorteile Sie mit einer eigenen Facebook-Gruppe haben und aus meiner Sicht die wichtigsten Funktionen. Ja, ich denke mal, Facebook-Gruppen, Sie haben sicherlich auch schon mal eine Einladung bekommen auf Facebook zu einer Gruppe. Und ich hatte auch schon mal ein anderes Video gezeigt, wie Sie auch selber Werbung in anderen Gruppen machen können. In diesem Video geht es aber jetzt um eine eigene Gruppe. Ich möchte Ihnen zeigen, wie Sie eine eigene Gruppe erstellen. Das ist eigentlich nicht schwierig. Ich zeige Ihnen das mal. Ich befinde mich jetzt hier auf meiner Startseite und auf der linken Seite, wenn Sie weiter runter scrollen, findet sich der Link Gruppe gründen. Sie können so viele Gruppen gründen, wie Sie möchten auf Facebook. So, spielt keine Rolle. Und Sie klicken dafür einfach hier auf den Link Gruppe gründen. Es öffnet sich dann ein Pop-up-Fenster wie dieses hier. Nun haben Sie die Möglichkeit, hier den Gruppennamen einzugeben. Wie zum Beispiel, ich in meinem Fall gebe hier das Thema der Gruppe ein, Facebook Marketing. Ja. Das kann aber auch Ihr Produktname sein, Ihre Firmenname, Ihre Dienstleistung. Ich empfehle Ihnen hier aber ganz klar, das Thema Ihrer Gruppe einzugeben, um was es geht. Dann haben Sie hier die Möglichkeit, schon sofort Mitglieder einzuladen zu der Gruppe. Sie geben einfach den Anfangsbuchstaben ein und das öffnet sich ein zweites Fenster, wo Sie hier bereits die ersten Freunde, die Sie haben, zu Ihrer Gruppe hinzufügen können. Das können Sie aber auch später dann machen. Die Privatsphäre, das bedeutet, dass Sie festlegen können, ob Ihre Gruppe offen ist, geschlossen oder geheim. Wenn Sie Ihre Gruppe offen lassen, kann jeder die Gruppe sehen, kann jeder die Inhalte sehen und kann natürlich auch jeder der Gruppe beitreten. Wenn Sie geschlossen wählen, kann jeder die Gruppe sehen, aber nur Mitglieder können die Beiträge sehen. Also es muss, damit jemand die Beiträge sehen kann, muss er der Gruppe beitreten. Und wenn Sie die Gruppe geheim machen, dann können nur Mitglieder die Gruppe sehen und natürlich auch nur Mitglieder die Beiträge sehen auf der Gruppe. Also geheim empfiehlt sich dann, wenn Sie wirklich so einen ganz exklusiven Rahmen die Gruppe halten wollen und zum Beispiel eine Mastermind-Gruppe machen wollen. Ich empfehle für die meisten die Gruppe offen zu lassen, denn das ist natürlich das Beste, wenn Sie auch Besucher auf Ihre Webseiten leiten wollen, wenn Sie die Gruppe auch für Werbung nutzen wollen, für Ihre Produkte und Dienstleistungen, dann empfiehlt sich das wirklich, die Gruppe offen zu lassen, damit auch wirklich jeder die Beiträge sehen kann. Das heißt, wenn Sie Werbung für Ihre Gruppe machen und jemand besucht die Gruppenseite, wurde er also auch schon die ersten Inhalte sehen, also quasi wie auf einer Facebook-Fanpage und kann sich erstmal natürlich auch selbst von den Inhalten ein Bild machen, kann die Beiträge schon mal anklicken und sieht auch konkret, was passiert auf der Gruppe und ist für Sie natürlich auch, wie gesagt, zusätzlich kostenlose Werbung. Also in den meisten Fällen empfiehlt sich hier, die Gruppe offen zu lassen, also bei Privatsphäre hier in das Feld offen zu klicken. Okay, und dann klicken Sie auf Erstellen. Ja, wenn Sie das gemacht haben, dann befindet sich hier auf der linken Seite bereits Ihre Gruppe. Sie sehen, ich habe bereits eine Gruppe mit dem Namen Facebook Marketing erstellt. Ich klicke einfach mal drauf, so sieht das Ganze jetzt hier aus. Ja. Okay, kommen wir mal zu den klaren Vorteilen, die Sie mit einer Gruppe haben. Deswegen zeige ich Ihnen ja hier das Video. Und zwar haben Sie konkrete Vorteile. Punkt 1. Sie können also hier bereits über dieses Banner Werbung machen für Ihr Themenbereich. Sie sehen, ich habe hier einen eigenen Banner hochgeladen. Ja, und Sie sehen, ich mache hier konkret Werbung für meine Webseite. Ja, ich habe hier ganz groß die Internetadresse auf dem Banner abgedruckt. Ich habe hier einen klaren Slogan. Ja, den ich hier verwende auf dem Banner, sehen es hier nochmal, spreche nochmal das Thema an der Facebook-Gruppe, also ich spreche hier über Facebook-Marketing, ja, ist also auch das Thema und der Titel der Gruppe, sehen das hier,
Und Sie können hier mit einem schönen Bild, ein werbewirksamen Bild, natürlich auch schon für sich selber und für Ihr Unternehmen oder für Ihr Thema, für das Sie die Gruppe erstellt haben, Werbung machen. Ja? Also es empfiehlt sich hier wirklich eigenes Banner hochzuladen. Wenn Sie kein eigenes Banner hochladen, dann erscheinen hier die Bilder der aktiven Gruppenmitglieder. Aber ich denke, es ist wirklich gut, hier diesen Platz zu nutzen, um auch Werbung für die eigenen Produkte, Dienstleistungen oder für die eigene Webseite zu machen. Ja? Und das Hochladen ist recht einfach. Sie fahren einfach hier oben mit der Maus in diesem Bereich. Dann öffnet sich hier auf der rechten Seite dieses kleine ja, Pop-up, sage ich jetzt mal. Und hier können Sie dann reinklicken und sagen dann, hey, ich will ein Foto hochladen. Oder ich wähle halt bereits ein Foto aus den Gruppenfotos aus. Sie haben hier natürlich auch bei der Gruppe die Möglichkeit, auch Fotos hier direkt über die Beiträge hochzuladen. Ja. Das Foto hier oben, wenn Sie das Banner nutzen möchten, hat eine Größe von 801 Pixel mal 250 Pixel. Ja. Also das ist die, sag mal, empfohlene Größe, ja, dieses Banners hier. Also wenn Sie ein Banner anlegen, dann sollten Sie sich an diese Größe hier halten, denn das ist die optimale Größe. Ja, 801 Pixel mal 250 Pixel. Für das Banner funktionieren internetfähige Formate wie JPEG, PNG und GIF. Ja, also ich habe hier dieses Banner ist ein PNG-Format und Sie sehen, es hat eine sehr schöne Qualität und es passt sehr schön hier in den Kopfbereich der Gruppe. Ja, wenn ich weiter runter scrolle, sehen Sie auch hier schon die ersten Beiträge auf dieser Gruppe. Wie gesagt, ich kann hier, wie man es auch von einer Fanpage kennt, Statusmeldung eingeben, ich kann hier Links reingeben. Sie sehen das hier, ja. Und ich kann hier natürlich auch eine Veranstaltung erstellen, Fotos hochladen. Ich klicke immer auf Fotos, ja, dann kann ich ein Foto hochladen. Sie sehen, das erscheint dann also auch hier. Hier gibt es ein eigenes Fotoalbum. Und ich kann Dateien hochladen. Das heißt also, ich kann hier Dokumente hochladen. Das können PDF-Dokumente sein, das können Word-Dokumente sein. Ja, also ganz schön, wie gesagt, wenn Sie solche Gruppe zum Beispiel als für ein Abo nutzen, also wenn Sie zum Beispiel eine geheime Gruppe erstellen, nur für Mitglieder, die einen gewissen monatlichen Betrag für Sie bezahlen, dann können Sie natürlich auch eine Gruppe dazu nutzen, um Geld zu verdienen. Und dann können Sie natürlich hier zum Beispiel Videos hochladen. Sie können hier Checklisten hochladen. Ja, also Sie können wirklich diese Gruppe auch für einen Lehrgang nutzen. Also wenn Sie einen kostenpflichtigen Lehrgang haben, ja, können Sie Facebook-Gruppen dazu nutzen, um Ihren Mitgliedern hier Lehrvideos zu zeigen, Checklisten hochzuladen. Das kann auch ein E-Book sein. Ja, das können Sie hier alles hochladen und Ihre Mitglieder können diese Dinge dann halt hier über Facebook abrufen. Wichtig ist dabei, dass sie dann ihre Gruppe geheim halten und natürlich auch bei den Einstellungen, da komme ich gleich dazu, weil sie sind ja dann Administrator, können sie das einstellen, dass sie erstmal jedes Mitglied selbst bestätigen müssen. Das heißt, Mitglieder können nicht einfach ihrer Gruppe beitreten. Das heißt, dass sie dann in dem Fall nur zahlende Mitglieder zu ihrer Gruppe hinzufügen. Ja, also dann müssen Sie die Gruppe geheim halten. Aber das können Sie hier machen mit einer Gruppe. Ja, ist quasi wie eine Mitgliederseite, eine Abo-Seite. Ja, also Sie können Gruppen wirklich in vielerlei Hinsicht nutzen. Wie gesagt, in den meisten Fällen empfehle ich Ihnen dennoch, die Gruppe offen zu lassen, um einfach Werbung für Ihre Webseite und Ihre Produkte zu machen. Okay, kommen wir mal zu den weiteren Vorteilen, die Sie mit einer Gruppe haben. Über das Banner habe ich gerade gesprochen. Sie können einer Gruppe einfach Freunde hinzufügen. Ja, das können Sie hier über einen Klick machen. Und dazu empfehle ich Ihnen, wenn Sie hier Mitglieder, wenn Sie auf Mitglieder klicken, können Sie hier auf den Button Person hinzufügen klicken, ja?
Und nun können Sie hier, wie auch schon bei dem Gründen, also bei dem Erstellen der Gruppe, das möglich war, hier Freunde hinzufügen. Zum Beispiel Armin Schmitz, zack, hinzufügen. Ja? Dann wurde eben Armin jetzt dieser Gruppe hier hinzugefügt. Sie sehen das, er befindet sich jetzt bereits hier in dieser Gruppe. Ja? Also das können Sie hier sehr, sehr einfach machen, ja? Indem Sie einfach hier Personen hinzufügen. Ja? Klick nochmal, klick jetzt mal B. Ja, Bruno Fuchs zum Beispiel. Ja. Sie können aber auch das rückgängig machen. Zum Beispiel die Babs hinzufügen. So, okay. Also sehen, das funktioniert recht einfach. Und danach sehen Sie hier also auch schon die einzelnen Gruppenmitglieder. Ja, das können Sie dann machen. Sie können aber auch die vorgeschlagenen Mitglieder, ja, Facebook schlägt Ihnen Mitglieder vor. Diese können Sie also auch über einen einfachen Klick zu Ihrer Gruppe hinzufügen. Auch das funktioniert, finde ich auch sehr hilfreich. Ich gehe einfach mal auf die Startseite der Gruppe, klicke hier auf diesen Link. Okay. Und Sie sehen hier auf der rechten Seite schlägt Ihnen Facebook Mitglieder vor. Und Sie können hier wirklich über einen einfachen Klick sehr, sehr schnell diese Mitglieder hinzufügen. Sie sehen das. Und das können Sie hier machen. So. Ja, Sie sehen, ich habe jetzt hier alle dieser Gruppe hinzugefügt. Wenn ich jetzt hier auf nochmal auf die Startseite klicke, ja, schlägt mir Facebook wieder neue Mitglieder vor. Und das können die dann hier wirklich über einfachen Weg sehr, sehr schnell realisieren. Sie können hier wirklich sehr schnell Ihre Mitglieder hinzufügen. Finde ich eine sehr feine Funktion, sollten Sie nutzen, weil sie einfach sehr schnell ist und Sie sparen dadurch wirklich eine Menge Zeit. So, haben gesehen, wie schnell ich hier Mitglieder hinzugefügt habe. Jetzt habe ich hier bereits schon 11 Mitglieder in dieser Gruppe. Okay, Sie sehen, wie schnell das geht. Also, das ist ein großer Vorteil. Nutzen Sie also diese Funktion mit den vorgeschlagenen Mitgliedern. Großer Vorteil. Jetzt kommen wir zu einem weiteren Vorteil, den Sie mit einer Gruppe haben. Sie können Ihren Mitgliedern Nachrichten schicken. Und zwar nutzen Sie dafür die Chat-Funktion. Und der Vorteil ist, wenn Sie eine Nachricht senden, ja, klick nochmal hier zu der Gruppe. Sie können hier, ich gehe mal auf die Startseite der Gruppe. Sie können jetzt allen Gruppenmitgliedern eine E-Mail-Nachricht schicken. Und das funktioniert über den Facebook-Gruppen-Chat. Ja? Das ist eine sehr, sehr tolle Funktion. Sie können also dann wieder zusätzlich Ihre Mitglieder per E-Mail erreichen. Das heißt, Ihre Mitglieder bekommen dann eine Nachricht, eine E-Mail-Benachrichtigung innerhalb Ihres Facebook Kontos. Und zwar poppt dann hier in der Mitte, wenn ich hier reinklicke, poppt dann hier ein Fenster auf und dann kann man hier diese Nachricht abrufen. Das heißt, man wird also direkt im Facebook-Konto informiert, dass man eine Nachricht bekommen hat oder man bekommt diese hier in diesen in auf der Seite Nachrichten. Das heißt, man kann dadurch den Mitgliedern Informationen zuschicken. Das können zum Beispiel auch Links sein. Ich zeige Ihnen das mal. Also wenn Sie Mitglieder haben, klicken Sie hier auf diesen Link Nachricht senden. Und Sie können, das ist eben die tolle Funktion, Sie können allen Mitgliedern eine Nachricht schicken. Dazu klicken Sie hier in dieses Feld, machen also einen Haken, alles auswählen. Wir sehen, ich kann dann mit einmal alle meine Mitglieder auswählen und kann dann sagen Chat beginnen. Und jetzt habe ich hier 19 Leute in meinem, also 19 Gruppenmitglieder in meinem Chat und ich könnte jetzt hier Werbung machen. Zum Beispiel, wenn ich ein neues Video auf meiner Webseite erstellt habe oder ich habe ein neues Produkt, ein neues Angebot oder ich habe einen neuen Gratis-Report erstellt oder egal was, ja, Sie können dann hier direkt Werbung machen für
die Webseite. Ja, ich könnte also hier direkt einen Link sogar reinposten. Ja, wenn ich jetzt Enter klicke, erhalten alle diese Leute, auch wenn diese Leute jetzt nicht im Chat sind, ja, erhalten diese Leute jetzt eine Benachrichtigung, eine E-Mail-Benachrichtigung mit diesem Text hier, ja. Und das können Sie hier wunderbar machen. Sie können also allen Ihren Mitgliedern, allen Ihren Gruppenmitgliedern somit E-Mail-Nachrichten zuschicken. Das ist eine tolle Möglichkeit, hier wieder zusätzlich Werbung zu machen für Ihre Produkte und Dienstleistungen. Ja? Und wie gesagt, alle Mitglieder bekommen dann hier direkt unter den Nachrichten, unter den Facebook-Nachrichten diesen kurzen Text zugeschickt, ja, mit diesem Link. Ja, also sehr, sehr tolle Funktion. Ein kleiner Nachteil ist dabei, Sie können diese Funktion mit den Nachrichten senden nur bei kleinen Gruppen nutzen. Also ich habe die Erfahrung gemacht, bis 100 Mitglieder ist das überhaupt kein Problem. Wenn die Gruppe sehr groß wird, also 1000, 2000, 3000 oder 10.000 Mitglieder, dann es ist durchaus möglich, dass diese Funktion nicht mehr funktioniert, ganz einfach, weil Facebook eben das nicht möchte, dass hier Massenmails über diese Funktion verschickt werden. Aber wenn Sie kleine Gruppen haben, bis 100 Mitglieder zum Beispiel, ja, empfiehlt sich das wirklich, diese Funktion auch zu nutzen. Sie könnten zum Beispiel auch zu Ihrem Themenbereich mehrere Gruppen erstellen. Ja, und Sie fügen halt dann pro Gruppe halt nur 100 Mitglieder hinein und dann erstellen Sie einfach eine zweite Gruppe und ja, dann fügen Sie wieder 100 Mitglieder zu dieser Gruppe hinzu und das machen Sie dann eben mit mehreren Gruppen so und dann können Sie weiterhin diese Funktion Nachrichten senden nutzen. Ja? Aber ich denke mal, auch wenn nur 100 Mitglieder eine Nachricht von Ihnen bekommen mit einem Link, sind das durchaus wieder 100 Besucher für Ihre Webseite, kostenlose Besucher. Ja? Also daher ist es für mich ein klarer Vorteil, eine Gruppe zu nutzen. Ja? Okay, weiter. Das ist nämlich auch nochmal so ein Schlüsselfaktor. Und zwar, wenn Sie eine Gruppe haben und Sie veröffentlichen Beiträge auf dieser Gruppe, und das ist eine Sache, die ich wiederum sehr, sehr toll finde und interessant finde. Wenn Sie hier zum Beispiel Beiträge posten auf Ihrer Gruppe, erhalten alle Mitglieder ebenfalls eine Benachrichtigung über diesen Beitrag. Ja? Also Sie sehen, ich habe hier die letzten Beiträge, ich habe hier zum Beispiel einen Link gepostet zu einer Squeeze-Page, also zu einer E-Mail-Einsammelseite zum Beispiel. Ich habe hier ein Video gepostet von YouTube. Wenn ich jetzt mal ich logge mich mal jetzt in meinen E-Mail-Account ein. Nicht in den, sondern ich habe natürlich noch einen anderen E-Mail-Account. Da logge ich mich jetzt mal kurz ein und zeige ich Ihnen das mal. Ja, das ist die E-Mail, mit der ich ein anderes Facebook-Konto betreibe und mit einem anderen Namen. Und dieses Konto ist mit dieser Facebook-Gruppe bereits verknüpft. Ja? Das heißt, ich bin quasi mit diesem Konto Mitglied in dieser Facebook-Gruppe. Und jetzt zeige ich Ihnen das mal. Und das ist jetzt meine E-Mail, die ich mit diesem Facebook-Konto nutze. Und ich bin halt mit diesem Namen, dieser E-Mail, hier Mitglied in dieser Gruppe. Ja, bin hier Mitglied in dieser Gruppe mit diesem Facebook-Konto, wo ich diese E-Mail halt hier als primäre E-Mail nutze für dieses Facebook-Konto. Und wenn Sie sehen, Sie haben gesehen, die letzten Postings auf dieser Facebook-Gruppe, und zwar sehen Sie das hier ganz genau, sehen hier, erhalte ich bei jedem Posting auf dieser Gruppe, ja, Sie sehen das hier, hier ist das der Beitrag, der Link zu meinem Blogpost, hier ist das Video, hier ist ein Link zu einer anderen Fanpage, also Sie sehen diese drei Beiträge, die ich auf dieser Gruppe gepostet habe,
bekomme ich hier nochmal direkt per E-Mail zugeschickt. Ich klicke mal hier rein. Sie sehen, das sieht dann so aus. Ja. Sie sehen, hier steht dann der Name Ihrer Gruppe. Und ich bekomme jetzt hier direkt genau den 1 zu 1 den Inhalt, den ich auf dieser Gruppe gepostet habe, direkt nochmal per E-Mail zugeschickt. Das heißt, auch wenn ich nicht bei Facebook eingeloggt bin, erhalte ich trotzdem an meine bei Facebook hinterlegte E-Mail-Adresse genau diesen Beitrag mit dem Link zu der Webseite oder zu dem Beitrag oder zu dem Video. Also Sie können also auch über diesen Weg alle Ihre Mitglieder erreichen. Und hier spielt es keine Rolle, wie groß Ihre Gruppe ist. Alle Mitglieder, ob die 1000, 2000 oder 10.000 Mitglieder hat, Ihre Gruppe, erhalten E-Mails direkt zu der Facebook-E-Mail-Adresse zugeschickt, also zu der E-Mail, die Sie mit der E-Mail, mit der Sie das Facebook-Konto betreiben, bekommen Sie diese Nachrichten zugeschickt. Ja. Natürlich kann man auch diese E-Mail-Einstellung bearbeiten. Man kann also dann sagen, okay, ich möchte keine Benachrichtigung mehr bekommen von dieser Gruppe. Das können die Mitglieder natürlich machen. Ja. Aber viele Mitglieder machen das eben nicht, weil sie eben nicht wissen, ja, dass sie eben das einstellen können, dass sie keine Benachrichtigung mehr bekommen. Das heißt, somit bekommen diese Mitglieder nicht nur, also ihre Mitglieder nicht nur eine E-Mail-Nachricht zugeschickt, sondern, ja, wenn ich hier was poste auf dieser Gruppe, bekommen sie zusätzlich hier oben noch unter den Benachrichtigungen, ja, nochmal eine Information zugeschickt. Wie hier zum Beispiel, ja. Hier bin ich in einer Gruppe Mitglied in dieser Werbegruppe für MLM und ich bekomme immer eine Benachrichtigung, wenn ein neuer Beitrag auf dieser Gruppe gepostet wird. Also ich bekomme eine Benachrichtigung direkt innerhalb von Facebook, aber noch zusätzlich eine E-Mail zugeschickt mit diesem Beitrag. Ja? Also das ist also auch ein weiterer großer Vorteil. Sie erreichen einfach mit einer Gruppe eben über mehrere Wege, über mehrere Benachrichtigungen Ihre Mitglieder. Also deswegen empfehle ich Ihnen wirklich, nutzen Sie eine Facebook-Gruppe. Das ist ein großer Vorteil. Ich habe Ihnen das gerade gezeigt. Ja. Hier, ja, bekomme ich halt diese E-Mails zusätzlich zu den Benachrichtigungen, die ich ja auch schon bei Facebook bekomme. Ja. So. Und zu guter Letzt können Sie auch eine URL und eine E-Mail-Adresse für Ihre Gruppe anlegen. Und das machen Sie bei den Einstellungen. Dazu komme ich jetzt. Ja? Denn jetzt habe ich hier einen Banner hochgeladen für meine Gruppe. Ich habe den Titel der Gruppe bereits festgelegt, aber ich kann hier natürlich noch Informationen hinzufügen zu dieser Gruppe. Das mache ich hier. Sie können übrigens auch hier, wenn Sie sehen, ich bin jetzt hier auf der Seite mit allen Mitgliedern, können Sie auch hier über, wenn Sie auf Nachricht an alle Mitglieder schicken, ebenfalls diese Chat-Funktion aufrufen. Ne? Also hier, über diesen Weg geht es auch. Ne? Okay, aber ich möchte jetzt die Einstellung ändern für diese Gruppe. Dazu klicke ich hier wieder auf der rechten Seite auf dieses Zahnrad und gehe dann auf Gruppeneinstellung bearbeiten. Okay, Sie sehen nicht, meine Gruppe ist offen. Das Erste, Sie können natürlich auch für Ihre Gruppe hier ein Symbol, ein Icon festlegen. Ja, das sieht eigentlich hier noch, gefällt mir sogar noch besser. Ich ändere das mal. Nehme dieses Icon für meine Gruppe. Das erscheint dann hier auf der linken Seite in der Hauptnavigation auf der Facebook-Startseite bei allen Mitgliedern. Ja. Dann können Sie hier natürlich auch später Ihre Gruppe wieder geschlossen markieren oder geheim halten. Das können Sie machen. Dann, genau, das können Sie nochmal festlegen. Also Ihre Gruppe könnte zum Beispiel auch für virales Marketing, Sie können Ihre Gruppe auch für virales Marketing nutzen. Und zwar können Sie Ihren Mitgliedern erlauben, ebenfalls neue Mitglieder hinzuzufügen. Ja? Das ist natürlich wieder ein Riesenhebel, Ihre Gruppe nochmal richtig zu vergrößern, denn Sie könnten zum Beispiel Ihre Mitglieder bitten, die Sie bereits schon haben, Ihre Mitglieder bitten, also Ihnen eine Nachricht schicken, hey, bitte teile diese Gruppe mit deinen Freunden und füge Freunde zu dieser Gruppe hinzu. Aber das können Sie hier festlegen, diese Funktion. Das heißt dann,
haben die alle Mitglieder die Möglichkeit, ebenfalls hier Freunde hinzuzufügen zu dieser Gruppe. Ja? Und hier können Sie dann festlegen, ob diese, wenn jemand Freunde hinzufügt zu Ihrer Gruppe, ob diese automatisch bereits Mitglieder werden oder ob Sie diese erstmal nochmal bestätigen müssen. Ja, also diese Funktion ist dann wichtig, wenn Sie Ihre Gruppe geschlossen oder geheim halten. Okay? Hier ist der Punkt, den ich gerade gesagt habe, mit der Gruppenadresse. Wir klicken dann hier auf diesen Button Gruppenadresse einrichten. Und nun können Sie Ihrer Gruppe hier einen Namen geben. Gehe mal ganz stark davon aus, dass Marketing nicht verfügbar ist. Ich gebe es trotzdem ein. Das werden wir gleich sehen. Der Vorteil ist, Sie könnten zum Beispiel, wenn Sie jetzt hier Ihrer Gruppe eine Adresse geben, eine URL, erstmal kann jeder über diese URL, ja, Ihre Gruppe erreichen. Ja, also Sie könnten dann zum Beispiel auch offline, also oder auf anderen Webseiten, vielleicht also auf Ihrer Visitenkarte könnten Sie zum Beispiel Offline-Werbung machen, indem Sie diese URL nutzen für die Werbung, aber Sie können auch diese URL nutzen, um auf anderen Webseiten Werbung für Ihre Gruppe zu machen. Also das sind sehr tolle Sache, wenn Sie solch eine kurze URL haben. Und das Tolle ist bei der Geschichte mit der E-Mail-Adresse, wenn Sie eine E-Mail an diese Adresse, an diese Gruppenadresse, also an diese Gruppen-E-Mail senden, wird diese E-Mail gleichzeitig Moment, so genau, wird diese E-Mail dazu auch verwendet, alle Gruppenmitglieder eben zu erreichen. Das heißt, E-Mails, die an diese Adresse geschickt werden, erreichen alle Gruppenmitglieder. Ja, also Sie können dann also auch über diesen Weg nochmal Ihre Gruppenmitglieder Nachrichten zuschicken. Ja, also quasi können Sie hier nochmal sozusagen diese E-Mail oder überhaupt diese Gruppe als kleinen Newsletter also auch betreiben, ja. Und Sie wissen, dass Newsletter im heutigen Marketing sehr, sehr wichtig sind, ja. Also ich werde hier einfach eine E-Mail einrichten, diese Adresse. Klicke auf Adresse einrichten und Sie sehen, ja, natürlich ist dieser Name schon vergeben. So, ich habe als einen Namen gefunden. Ich habe einfach Marketing 1000 als Name festgelegt und hier sehen, hier ist meine E-Mail-Adresse, die ich habe, ja. Über diese E-Mail-Adresse erreiche ich alle meine Mitglieder, wenn ich hier eine E-Mail sende. Und hier ist eben die besagte Internetadresse, für die ich jetzt auch Werbung machen kann, überall. Das heißt, wenn jemand diese Internetadresse aufruft, gelangt er automatisch gleich zu der Startseite meiner Gruppe. Ja, also das ist ein großer Vorteil, diese Adresse, einmal die E-Mail und die Internetadresse. Deswegen sollten Sie das auf jeden Fall nutzen, wenn Sie eine Gruppe betreiben. Und natürlich sollten Sie auch hier kurz was zu Ihrer Gruppe schreiben. Ja. Und hier können Sie natürlich auch natürlich auch zusätzlich noch Werbung machen für Ihre Internetadresse, also für Ihre Webseite. Ja, dass also auch natürlich Mitglieder, die Sie einladen, auch sehen, dass Sie hier noch zusätzlich eine Webseite betreiben, in dem Fall einen Blog mit dem Thema Facebook-Marketing. Und über dem Weg hole ich wieder neue Besucher zu diesem Blog, ja, auf dem ich natürlich dann auch wieder ergänzende Informationen zu Facebook-Marketing veröffentliche, natürlich auch E-Mail-Adressen einsammeln etc. etc., um natürlich auch weiterhin Marketing zu betreiben. So, ich klicke dann hier auf Speichern. Ja, jetzt ist alles hier gespeichert. Und nun sehen wir hier oben Änderungen gespeichert. Habe ich hier, wenn ich jetzt auf Facebook zurückgehe, habe ich hier erstmal eine eigene Adresse
Und natürlich, wie gesagt, wenn ich hier auf Info klicke, sehen wir hier also auch mal nochmal der kurze Infotext und natürlich mit diesem Link zu meinem Blog. Ja? Also Sie sehen, es ist eine Facebook-Gruppe, hat sehr, sehr viele tolle Vorteile, tolle Funktionen und ich kann Ihnen wirklich nur empfehlen, nutzen Sie Facebook-Gruppen für Ihre Produkte, Dienstleistungen als zusätzlichen Marketingkanal. Ja?